In diesem Video baue ich diese Uhr. Richtig, das ist eine High-End-Uhr im Stil der Panerai Luminor California. Und das heißt, ich habe jetzt hier nicht einfach nur wie etwa in früheren Videos Teile bestellt und die verbaut, sondern ich habe die Teile hergenommen und die versucht bestmöglich am meisten rauszuholen. Das heißt also, ich habe alles, was irgendwo nicht so ganz super optimal ist oder wo man einfach noch besser werden kann, auch besser gemacht. Was bedeutet jetzt also konkret hier High-End? Zum Beispiel habe ich normalerweise, verbaue ich dann da ein Unitas-Werk oder wenn es günstig sein soll, ein ST36, also so ein chinesischer Klon vom Unitas-Werk. Ich habe hier also ein veredeltes Top-Grade Unitas-Werk verbaut, was Gangwerte wie ein Chronometer. Das heißt, die Uhr läuft also super genau in allen möglichen Lagen. Zudem habe ich das Mineralglas ausgetauscht gegen ein doppelt gewölbtes Saphirglas. Und das Saphirglas habe ich siebenfach entspiegeln lassen, also es ist beidseitig siebenfach entspiegelt. Und zum Schluss wurde nochmal so eine Clearcoat-Beschichtung aufgebracht. Das ist also das Nonplusultra sozusagen. Um dann noch die Wasserdichtigkeit von dem Gehäuse ein bisschen zu erhöhen, habe ich am Sichtboden, den wir da unten haben, um dieses wunderschöne Uhrwerk betrachten zu können, habe ich nochmal ein dickeres Glas eingebaut. Ein dickeres Glas ist quasi gegen die Verformung bei Druck, wenn also irgendwie unter Wasser ist oder so. Und dadurch kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Stabilität drin, denn das originale Glas ist doch ziemlich dünn gewesen. Und schlussendlich habe ich das Zeigerspiel mit Super Luminova Grade X1 belegt. Das heißt, X1, dieses Grade X1 ist das Nonplusultra, was Tritec, was ja der Hersteller von Super Luminova ist, momentan auf dem Markt hat. Das heißt, es ist also das Pigment mit der maximalen Leuchtkraft. Im Vergleich, meine Breitling Navi Timer oder meine Omega Planet Ocean 600, die kann ich im Vergleich dazu komplett in die Ecke packen. Das ist ja kein Vergleich, der hinkt total. Diese Leuchtmasse X1 ist so intensiv, das ist super geil. Und damit halt auch Maß aller Dinge. Und da diese Teile jetzt so leider nicht wirklich frei verkäuflich sind, kann ich euch auch nicht wie üblich unten in die Videobeschreibung die Links zu den ganzen Teilen reinpacken. Aber ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn du der Meinung bist, ich möchte jetzt unbedingt so eine Uhr haben, kann ich sie natürlich gerne für dich bauen, denn ich komme ja als registrierter Uhrmacher und Händler und so weiter und so fort überall ran. Oder du bist der Meinung, du möchtest ganz gerne lernen, wie du selber dir so eine Uhr bauen kannst. Dann komm doch einfach zu mir zum Workshop, einen meiner Workshops, und dann bringe ich dir das bei. Und Kontakt mit mir aufnehmen kannst du entweder natürlich über die Kommentarfunktion hier unten unter dem Video oder unter info@diy-uhrenbauer.de oder noch viel besser, du gehst auf meine Webseite camira-watches.de und stöberst da ein bisschen rum. Da findest du alle möglichen Informationen für die Workshops, für die Uhren, die ich baue und alle drum und dran. Da kannst du richtig stöbern und Zeit verbringen. Natürlich findest du auch da du ein Kontaktformular. Ja gut, nun denke ich, habe ich genug gelabert, lege ich mal los. Hier sind also meine 5 Basics. Hier ist jetzt noch das Mineralglas drin. Das wird noch ausgetauscht gegen das besagte beidseitig gewölbte und doppelt entspiegelte Saphirglas. Hier haben wir dann Kautschuk-Armband von Panerai besorgt, 26 mm Bandanstoß, 44 mm Gehäuse. Hier ist das Zeigerspiel, das habe ich jetzt farblich schon angepasst an das Zifferblatt mit der Super Luminova Grade X1. Hier ist also jetzt hier diese wahnsinnig intensive Leuchtmasse drin, die sieht dann so aus, wenn man die bekommt, Super Luminova. Und das ist hier die Farbe. Die haben 1 Million verschiedene Farben. Man kann sich alles anmischen lassen. Man kann sich halt anpassen lassen. Das ist total super. Hier ist dann jetzt also dieses Top-Grade Unitas-Werk mit Genfer Streifen, gebläuten Schrauben, Sonnenschliff auf den Rädern. Und hier muss jetzt noch die Sekundenwelle gekürzt werden, da wir hier auf dem Zifferblatt keine Sekunde mehr haben. Wir haben nur noch 2 Zeiger. Und deshalb habe ich dann hier schon in der Schachtel vorbereitet. Zum einen, klassischerweise gehört zu jedem Werk dazu das Stundenrad. Hier ist das Stundenrad.
Dann hier noch die Friktionsfeder und hier ist jetzt das breitgekürzte Sekundenrad. Das habe ich schon mal irgendwann für ein anderes Werk mal gekürzt. Das baue ich einfach um. Hier sind dann jetzt noch die Werkhalteschrauben und die sind natürlich auch gebläut. Okay, na dann legen wir mal los. Als erstes, wundert euch nicht, ich nehme hier jetzt bei so einem neuen und super coolen Werk mit den bläuten Schrauben immer so eine Folie zwischen Schraubendreher und Schraube, einfach um die Schraube zu schützen, muss jetzt hier die Räderwerksbrücke ab. Die Räderwerksbrücke ist halt mit den zwei Schrauben befestigt, ist jetzt kein großes Hexenwerk. Man muss natürlich wie immer grundsätzlich vorsichtig sein. Hier ist jetzt also das Sekundenrad mit der langen Welle und wird ausgetauscht gegen Sekundenrad mit einer kurzen Welle. Muss natürlich lang genug sein, damit die Welle trotzdem immer noch in das Lager passt, ist ja wohl klar. Und dann wartet eigentlich schon, da kann die Räderwerksbrücke rauf. In dem Fall war das Werk natürlich schon entspannt gewesen, haben wir ja vorher gesehen, die Unruhe hat sich nicht mehr bewegt. Falls es nicht der Fall ist, müsst ihr unbedingt, bevor ihr die Räderwerksbrücke abbaut, auch noch das Werk entspannen. Okay. Naja, dann mal wieder festgeschraubt und natürlich auch wieder ein bisschen sauber gemacht. Immer mal zwischendurch sauber pusten oder mit Knete so ein bisschen so die Fingerabdrücke oder irgendwelche Staubflusen oder Ölrückstände oder so reinigen. Einfach so lang streichen, perfekt Knete, 100 Jahre. Könnt ihr bei mir mit im Shop kaufen. So, hier, zack, zack, ist glatt. Da ist keine Welle mehr, die stört. Dann kann das Zifferblatt drauf. Davor muss natürlich Stundenrad dran, Friktionsfeder und schon können wir jetzt hier das Zifferblatt aufdrücken. Ein Zifferblatt ist immer spezifisch zum Werk, passt nur in einer Position rauf. Ist halt wichtig zu wissen, wenn man eine Uhr baut. Okay, Werk umgedreht und die Zifferblattfüße festgemacht. Hier ist ein Unitas-2 Werk, das heißt also, die Füße werden geklemmt. Hier sind so eine Exzenterschrauben, sag ich mal, oder angeschrägte Schrauben, die man dann so um die Hälfte drehen muss, um das festzumachen. So, Zifferblatt sauber machen. Und dann können auch schon die Zeiger gesetzt werden. Um die Zeiger zu setzen, habe ich mir natürlich irgendwann mal hier so einen professionellen Zeigersetzer geholt. Ich baue viele Uhren, ich habe eine eigene Marke und Linie. Das ist notwendig, wenn man ein bisschen in Serie bauen will. Für den Uhrenbauer, der ab und zu mal eine Uhr baut, gibt es auch so eine Handwerkzeuge, die sind relativ günstig. Stöbert auf meiner Webseite, da findet ihr sämtliche Informationen zum Uhrenbauen. So. Hier ist natürlich super einfach, weil wir weder ein Datum haben, noch eine Sekunde, noch irgendwas. Wir haben einfach nur zwei Zeiger. Da müssen wir einfach nur schlichtweg zusehen, dass die absolut parallel gesetzt werden. Ist grundsätzlich immer bei jeder Uhr so, ne, dass sie sich nicht gegenseitig im laufenden Betrieb sozusagen dann irgendwie anhalten, stören. Da ist so ein Uhrwerk ziemlich sensibel. Und hier nur zwei Zeiger, einfach nur auf 12 Uhr parallel übereinander stehen und das war's schon. Nun kann ich das Saphirglas einbauen. Alte Mineralglas rausgedrückt. Und ich zeige euch mal am besten den Unterschied zwischen dem links nicht entspiegelten Glas und dem rechts entspiegelten Glas. Ich denke, der Unterschied ist ziemlich eindeutig. Dann kommt hier meine Glaspresse in Einsatz. Auch hier unten, um das Gehäuse zu schützen, mache ich erstmal eine Folie drunter. Ne, wir wollen ja keine Kratzer im Gehäuse haben, das ist ja eine nagelneue Uhr, da muss man natürlich grundsätzlich mit allem aufpassen. So, dann wird das hier eingesetzt und im Grunde einfach nur eingepresst. Die Dichtung ist natürlich nur so eine Kunststoffdichtung dazwischen, die liegt vorher im Gehäuse drin und dann ist es fest. Komme ich mal zum Einschalen und zum Aufzugswelle anpassen. Das ist ja nun jetzt hier ein Gehäuse mit Kronenschutz, das ist so eine Panerei-Sache, die ist historisch gewachsen, möchte ich mal meinen. Der muss natürlich erstmal ab, Krone raus und dann auch hier die Aufzugswelle natürlich aus dem Werk raus, nochmal sauber gemacht. Und dann
die Hochzeit feiern. Gehäuse rein. Im Prinzip einfach so umdrehen. Das ist die einfachste Variante in meinen Augen. Und dann gucken, dass alles schön sitzt. Und wenn alles sitzt, dann die Aufzugswelle erstmal wieder reinmachen, komplett befestigen. Also die Aufzugswelle im Werk komplett befestigen, noch nicht das Werk im Gehäuse befestigen, ganz wichtig. Wir wollen ja, dass dann keine Spannung irgendwo herrschen. Dann kann das Werk im Gehäuse mit den Werkseiteschrauben befestigt werden. Auch hier wieder meine Folie, um die Schlitze der Schrauben zu schützen. Denn wir haben ja auch hier einen Sichtboden, ne? Okay, also wenn die jetzt komplett montiert ist, ne, die Aufzugswelle im Werk und die Krone auf der Aufzugswelle, dann können wir mit dem Messschieber im Prinzip den Überstand messen. Direkt übernehmen. Anzeichnen und abknipsen. Ich nehme hier einen Seitenschneider. Zack, weg. So, dann die Winde natürlich anschleifen, den Grat entgraten. Und dann kann die Krone auf die Aufzugswelle wieder aufgeschraubt werden. Erstmal noch nicht fixieren, da kommt nachher noch ein bisschen Loctite mit rein. Aber jetzt noch nicht, denn wir müssen erstmal jetzt prüfen. Lieber die Quelle zu lang lassen und Stück für Stück abschleifen. Wenn ich jetzt hier schaue, ist die Welle auch noch um ein ganzes Stück zu lang. Ne, sie ist jetzt richtig drin, sie sitzt, aber hier seht ihr, ist einfach noch viel zu lang. Nach entsprechenden immer wieder schleifen, anpassen, hat sie jetzt die richtige Länge, dann kann auch mit Loctite die Krone richtig befestigt werden. Um das Gehäuse zu schließen, ganz wichtig, hier Benetzungsbox, die Bodendichtung schön einfetten, dann wird die Bodendichtung wieder aufgesetzt. Das ist bei unterschiedlichen Gehäusen mal in den Boden, mal wird die ins Gehäuse gelegt. So wichtig, immer schön, alle sauber, staubfrei. Ne? Nichts ist schlimmer, als wenn die Uhr nachher zu und fertig ist und dann guckst du rauf und dann siehst du, auf einmal ist da irgendwo doch noch ein kleines Staubkorn, was sich da verirrt hat. Furchtbar. Boden verschließen, Laball, immer perfekt. Und dann kann ja auch schon der Kronenschutz wieder angebracht werden. Auch hier die Knete, du siehst es. Macht sich natürlich perfekt als Gehäusehalter, um das mal hochkant zu machen. Toll. Sitzt und dann kann das Armband montiert werden. Hier sind so eine verschraubten Federstege oder ja, Armbandstege. Sind ja keine Federstege in dem Sinne, werden prinzipiell einfach eingesetzt, festgeschraubt. Das auf beiden Seiten ist eine simple Sache. Da muss man nur sehen, dass die Dornschließe an der richtigen Stelle ist, die zeigt halt immer nach oben und die Lasche nach unten. Ja, und im Grunde ist die Uhr fertig. Schaut es euch an, ich finde es super, geile Uhr, sieht einfach toll aus, schön schlicht, dezent, feinste Qualität und ich muss euch natürlich jetzt aber noch den Leuchttest zeigen. Zack, Licht aus. Guckt euch das an, wie das leuchtet. Kamera ausgeschaltet, nichts übersteuert oder irgendwas, genau so leuchtet das. Und die Zeiger leuchten ewig. Einfach toll, super. Und das war's auch schon mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich jetzt hier ein neues Video lade. Tja, und somit bleibt mir im Grunde nichts weiter zu sagen, außer ciao, euer Sascha. Ich bin raus für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.